Oh, hi Leute, ich bin Tommy Something. Ich liebe Filme und The Room ist ein missverstandenes Meisterwerk. Ich erkläre euch warum. Ja, tell me apart, Lisa. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, The Room gehört wohl zu den schlechtesten Filmen der Welt. Also gleich neben solchen Filmen wie zum Beispiel Food Fight, Trolls 2, A Talking Cat und vielen, vielen mehr. Aber genau wie die eben genannten Filme konnte auch The Room über die Zeit hinweg eine ziemlich große Fanbase aufbauen. Und dank vieler Kritiker und Leute, die im Internet über den Film geredet haben, wurde das Drama rund um Tommy Wiseau dort noch bekannt. Dabei handelt es sich in The Room um ein schlichtes Dreiecksdrama, denn Johnny will seine Verlobte Lisa heiraten, diese ist aber in seinen besten Freund Mark verknallt und hat sogar mit ihm eine Affäre. Der Film wurde so bekannt, dass nun The Disaster Artist kommt. Ein Film von und mit James Franco und Seth Rogen, die die Geschichte hinter The Room erzählen wollen, also wie es zu diesem bezaubernden Unfall überhaupt gekommen ist. Um The Room und damit auch The Disaster Artist vollkommen zu genießen, müsst ihr euch aber mit zwei Dingen vertraut machen. Erstens, es gibt Filme, die so schlecht sind, dass sie schon wieder gut sind. Und zweitens, ihr solltet ungefähr wissen, wer Tommy Wiseau ist. Absolutely. Success isn't stay in mind. Because it's go directly to your brain. Tommy Wiseau ist der Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller von The Room, also ist schon mal klar, dass es sich hierbei um ein Herzensprojekt handelt. Zu Tommy Wiseau gibt es gar nicht so viel zu erzählen, außer dass man nicht hundertprozentig weiß, woher er kommt, wie alt er ist und woher er das Geld hat, einen Film, der 6 Millionen Dollar im Budget gekostet hat, zu finanzieren. Es gibt das Gerücht, dass er das Geld durch Lederjackenverkauf verdient hat. Aber mal ernsthaft, wie viele Lederjacken hat er verkauft, dass er das Budget von 6 Millionen Dollar stemmen kann? In der Dokumentation Room Full of Spoons wurde anscheinend auch herausgefunden, dass Tommy aus Polen kommt und 1955 geboren wurde. Aber das konnte nicht stichfest bewiesen werden. Es kann also immer noch sein, dass er ein Vampir ist. Also, maybe Johnny is vampire. We'll see. Wichtig ist nur eins. Tommy Wiseau ist weird und er scheint fernab von unserer eigenen Realität zu funktionieren. Und das beziehe ich jetzt nicht auf seinen undefinierbaren Akzent oder die Tatsache, dass er mal einen YouTube-Kanal hatte, in dem er die Welt aus seiner Sicht erklärt hat. Ernsthaft, der Kanal heißt Tommy Explains It All, schaut es selbst nach. Woran wir, oder besser gesagt ich, erkennen kann, dass Tommy Wiseau nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, ist, dass er seinen Film The Room mit Citizen Kane vergleicht. Für diejenigen, die Citizen Kane nicht kennen, schämt euch! Holt es sofort nach, am besten direkt nach diesem Video, denn Citizen Kane gehört zu den Meisterwerken des klassischen Hollywood-Kinos und jeder sollte ihn wenigstens einmal gesehen haben. Woher weiß ich jetzt, dass Tommy Wiseau seinen Film mit Citizen Kane vergleicht? Naja, erstens, er sagt es selbst. It's the same like The Room. You know what? I always say to everyone, you may not like The Room. Orson Welles and the producer of Citizen Kane, they say the same thing. You may not like it. Zweitens, niemand kann die Szene übersehen, in der er versucht, Citizen Kane Tribut zu zollen. Hier haben wir einmal zum Vergleich die berühmte Eskalationsszene aus Citizen Kane. Und das hat Tommy Wiseau daraus gemacht. Damit sind wir schon beim zweiten Punkt, denn The Room ist so bizarr in dem, was es versucht zu sein, also ein Drama, das man ernst nehmen soll, dass es nicht nur schlecht ist, sondern so schlecht, dass es schon wieder brillant ist. Das meine ich übrigens komplett ernst. Von den seltsamen Kameraführungen, den unendlichen Subplots, die niemals eine Auflösung erfahren. Where is my money? And she's showing everybody my underwears. But you are a psychologist. Do you have some advice? I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Dem weirden Acting von allen Schauspielern, nicht nur Tommy Wiseau. I just like to watch you guys. I'm doing what I want to do. Whatever, Peter. Come on. Come on. Die super peinlichen Sexszenen, bei denen man anscheinend nicht verstanden hat, wie die weibliche Anatomie funktioniert, oder sogar die männliche, bis hin zu den Football-Momenten. Yeah, nice snack. All right, Peter. Oh, yeah. Oh, good throw.
Yeah, sorry you had to see that. I'm not sorry. Der Film hinterlässt euch garantiert mit mehr Fragen als Antworten. Aber ehrlich gesagt, das macht den Film so faszinierend. Es ist wie ein tragischer, brutaler, extremer Autounfall, bei dem ein Waisenhaus explodiert ist. Man kann einfach nicht wegschauen. Auch wenn das von Tommy Wiseau nie so gedacht worden ist und auch wenn er allen Kritikern nachsagt, dass sie sein Werk einfach nicht verstanden haben. Selbst wenn er den Schwanz eingezogen hat und das Ganze jetzt als schwarze Komödie verkauft, ich muss trotzdem sagen, dass ich den Film extrem gerne mag. And I will tell you one thing, that shame on you. Shame on you, that you criticize someone or something which you don't actually don't know about. Tommy Wiseau ist wie Klaus Kinski, Marlon Brando oder Orson Welles. Ein richtiger Zyniker, nur wahrscheinlich mit weniger Talent. Und wir werden wohl nie erfahren, ob er den Film jetzt ernst genommen hat oder uns alle an der Nase herumführt, aber das ist auch völlig egal. The Room ist ein wahnsinnig lustiger Film, wenn man sich auf diesen Wahnsinn einlassen kann. Wenn ihr Filme nur als Kunstwerk versteht, dann findet ihr vielleicht die Kunst hinter diesem herrlichen Haufen Müll. Auf eine gewisse Art und Weise hat es Tommy Wiseau sogar geschafft, seinen eigenen Citizen Kane zu erschaffen. Nur ist es eben der Citizen Kane der schlechten Filme. Denn einen Film so schlecht zu machen, dass man ihn schon wieder gut nennen kann, ist eine fast unmögliche Aufgabe. Denn oft sind Filme so schlecht, dass sie uns nur aufregen oder uns völlig egal sind. Und das passiert heutzutage, durch den Überfluss an Filmen, den es so gibt, mehr als sonst. Aber dann kommt eben ein The Room, Birdemic oder Sharknado daher und zeigt uns, dass sogar Scheiße nach Rosen duften kann. Diese Art von Film sollte zelebriert werden, denn ab und zu brauchen wir eine solche Zeitverschwendung, um andere, deutlich bessere Filme wieder würdigen zu können. Und es macht einfach so viel Spaß, sich über solche Filme lustig zu machen. Deswegen freue ich mich auch so sehr auf The Disaster Artist und kann es kaum noch erwarten, den Film endlich zu sehen. Und falls ihr den Film auch sehen wollt, dann empfehle ich euch, schnappt euch eure besten Freunde, schaut euch The Room an und geht dann direkt ins Kino, um zu erfahren, wie dieser Film eigentlich entstanden ist. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel The Disaster Artist überhaupt aufdecken kann. The Room bekommt auf jeden Fall als mein Guilty Pleasure gleich 2 Daumen nach oben, natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Habt ihr den Film schon gesehen oder habt ihr die ganzen Löffel im Hintergrund bemerkt? Schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. You're telling me a bad movie. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Es ist der Ende des Monats gekommen, weswegen ich mich noch einmal herzlich bei meinen Tippi-Spendern bedanken möchte. Also Michael Roski, Kevin Thiemann, Tube J, Lara Lara, Sila X, Juquist, Tom Film, The Lefter und Johnny JJ. Wenn ihr den Kanal nach vorne bringen und sogar Videos einen Tag früher sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne auf tippi.com/TommySomething unterstützen.